Hallo und herzlich willkommen auf meinem Blog. Heute geht es um den Reichweitentest mit dem EPOS DECT-Dongle D1, hier in der Kombination mit einem beidseitigen DECT-Headset aus der SDW-Serie. Zusammen nennt sich das Set SDW5061. Der Dongle selbst nennt sich D1. Und los geht es. So, etwa 10 Meter Entfernung, verdeckt natürlich überhaupt kein Problem. Sprachqualität sollte einwandfrei sein, ohne Unterbrechungen. Und wir werden sehen, wie das bei größeren Entfernungen dann aussieht. So, hallo, das sollten jetzt schon über 20 Meter sein. Im Prinzip verdeckt natürlich auch noch kein Problem. Auch hier sollte die Übertragung ohne Störungen erfolgen können. Hallo, hier bin ich. Geschätzte 50 Meter Entfernung, für einen kleinen Deckdongle eine echte Herausforderung, sollte funktionieren. Wir haben hier zur Erinnerung keine Wände, an denen sich die Deckwellen reflektieren und weitertragen könnten. Also hier muss der Deckdongle wirklich zeigen, was er kann. So, ich bin auch da, ganz hier hinten, der Kleine, das bin ich. Und das sind zwischen 150 und 200 Meter Entfernung mehr als komplette Deckt-Headset mit Basisstation und großer Funkantenne erreichen. Wenn der Dongle das hier noch in einer guten Qualität übertragen kann, dann ist das überdurchschnittlich gut. Hallo, ich bin noch da, ganz hier hinten, der ganz Kleine, das bin ich. Und die Entfernung ist deutlich über 200 Meter. Also das, was ein normales Deckt-Headset eigentlich schon gar nicht mehr aufbringen kann. Und ich freue mich aufs Abhören und wie die Qualität denn sein wird. Da bin ich wieder. Ein kurzer Test mit der Reichweite des EPOS DECT-Dongle D1. Ich denke, das war sehr beeindruckend. Und EPOS hat hier ein wirklich tolles, kleines, kompaktes Produkt gebaut, das man immer auf Verdacht mit dabei haben kann. Es wiegt nur 5 Gramm. Also dabei haben ist alles. In diesem Sinne, bis bald.